Hallo, lieber Krebs. Herzlich willkommen zu deinem Sternzeichen-Orakel. Dieses Orakel ist für den Zeitraum vom 16. bis zum 30. September und ich freue mich, dass du da bist. Lieber Krebs, das Orakel für die erste Hälfte vom September, das verlinke ich dir am Ende von diesem aktuellen Video. Falls du magst, darfst du da gerne reinschauen. Aber jetzt schauen wir die zweite Hälfte vom September. Für den Krebs, was kommt? Der Tod. Also, keine Angst, ich deute den Tod, den tatsächlichen, menschlichen Tod, den gefürchteten Tod, nicht im Voraus. Ja, aber der Tod bedeutet ein Übergang quasi von einer Phase in die andere. Von einem Lebenskapitel in ein anderes rein oder dass du gewisse Verhaltensmuster ablegst oder Gewohnheiten ablegst. In jedem Fall bedeutet diese Karte hier eine Erleichterung, so nehme ich das wahr. Und erst recht in Kombination mit der Karte, die ich an der Unterseite vom Deck habe, und zwar das ist der Teufel. Alles, was dich verführt, alles, was dich vom Weg abbringt. Aspekte, die dir nicht dienlich sind in deinem Leben, Menschen, die dich betrügen, Menschen, die dich belügen, das ist das, was du hinter dich bringst. Und selbst wenn du sagst, ja, das habe ich physisch schon lange hinter mich gebracht, dann kann es sein, dass das noch in deinem Energiefeld drin ist, dass das quasi noch in deinem System drin ist. Jedenfalls zeigt der Tod ja diese Übergangsphase eben an. Und was hier stirbt, ist das, was der Teufel in deinem Leben repräsentiert oder in der Vergangenheit repräsentiert hat. Und alles, was übrig bleibt, ist Erleichterung, ist Befreiung für den Krebs. Das ist Eine positive Energie, die ich hier wahrnehme für den Krebs in den letzten beiden Wochen im September. Fühlt sich sehr angenehm an. Als würdest du langsam wieder zu dir zurückfinden. Diesen Teufelaspekt loslassen. Alles, was einst an dir klebte. Was nicht zu dir gehört, was dich beschwert, was dich einengt, das darf gehen. Ja, und hier kommt wirklich eine sehr schöne zweite Hälfte im September auf die Krebse zu mit den neuen Kerlchen. Das ist eine Karte, die Selbstzufriedenheit anzeigt. Zufrieden mit dem, wo du gerade bist, zufrieden mit dir selber. Das ist auch eine große Dankbarkeit, die hier mitschwingt, ja, weil du hast einmal eine ziemlich dunkle Phase in deinem Leben durch. Deswegen bist du jetzt für die Gegenwart so dankbar und auch dankbar dafür, dass du das überhaupt überlebt hast. Die schwere Zeit, ja, die du da durchleben musstest. Toxische Aspekte dürfen hier gehen. Das bekomme ich ganz stark rein. Und die neuen Kelche sind auch so eine Energie von Wunscherfüllung, ja. Also, wenn du dir Wünsche erfüllen möchtest, dann ist eben die zweite Hälfte im September ein ziemlich guter Zeitpunkt dafür. Ja. Ich sehe hier Zufriedenheit beim Krebs und Genuss. Sinnesfreuden kommen mir hier durch. Der Fokus auf Genuss. Hier haben wir noch den Hierophanten. Die Sonne, pures Glück, pure Erleichterung, pure Lebensfreude, der Fokus darauf. Man kann sich wieder fokussieren auf, ja, auf das, was gut ist im Leben, auf die Sonnenseiten im Leben. Man kommt wieder in dieses Füllebewusstsein rein, anstatt in einem Mangelbewusstsein zu sein. Und das ist so eine spielerische Leichtigkeit. Der Krebs ist in Spiellaune, das bekomme ich hier rein. In Spiellaune.
Und mit dem Hierophanten, das ist dieser Aspekt. Ich nehme das so wahr, der Hierophant, die Hierophantenenergie ist verknüpft mit der Teufelenergie, die ich vorhin in die Kamera gehalten habe. Der Hierophant, das ist für den einen Krebs, ich nehme mehrere Sachen wahr, für den einen Krebs sind das Verbindungen, bestimmte Menschen, an die du einst gebunden warst, entweder sehr stark emotional oder ihr wart verheiratet, habt gut gemeinsame Kinder, die binden einen immer zusammen, aber Ehen, der Hierophant kann für Ehen stehen. Und was ich auch wahrnehme, ist eben diese alten Denkmuster ablegen, alte Strukturen, alte Verhaltensmuster ablegen, alte Konditionierungen, ja, wie du erzogen worden bist in deiner Kindheit, wie du aufgewachsen bist, was man dir beigebracht hat, auch in der Schule. Hier werden gewisse Dinge abgelegt, Überzeugungen aus der Gesellschaft oder aus deiner Familie, die auf dich übergegangen sind, dir übertragen wurden sozusagen, ja. Du wirst immer mehr zu dir selber, das ist das, was ich wahrnehme hier für den Krebs. Und daher kommt auch diese Erleichterung rein und dieses Befreiungsgefühl. Und es ist klar, dass der Krebs das feiern möchte, er fühlt sich befreit. Er fühlt sich so, als würden ihm jetzt alle Möglichkeiten und Optionen offen stehen. Ja, das bist du selber. Was habe ich gerade gesagt? Also du findest zu dir selber und das fühlt sich unglaublich gut an. Du bist ganz bei dir selber, du bist ganz du selbst. Du hast nach langem wieder mal das Gefühl, 100% du selbst zu sein. Dadurch, dass man das abgelegt hat, was einst an einem klebte, was nicht zu einem gehört. Ja, was dich gebunden hat, was dich festgehalten hat. Viel zu viel Ernsthaftigkeit auch im Leben und viel zu viel dieses Gefühl, oh, ich bin daran gebunden. Ja, dieses, es ist so unlustig geworden in der Vergangenheit. Ja, genauso stehen eben, ich wiederhole mich jetzt, diese vier Münzen können ebenso für Gewohnheiten stehen, für die Komfortzone stehen. Man ist halt in einer gewissen Situation geblieben, weil es gewohnt war, weil man sich vermeintlich sicher gefühlt hat, weil das vertraut war, aber im Grunde hat's einen, war es nicht halt das, was man wollte, was man wirklich, wirklich wollte. Was einen erfüllt hat. Wo du sagen konntest, ja, das bin ich. Ich lebe genauso, wie es zu mir passt. Ja, aber das hast du jetzt geschafft. Ne, du bist hier der Sieger auf dem Pferd mit großem Selbstbewusstsein. Für alle Krebse, die hier auf dem Markt verfügbar sind, in Bezug auf neue Verbindungen in der Liebe oder romantischer Natur oder. Ich sehe, dass ihr viele Verehrer habt. Ihr habt große Aufmerksamkeit von mehreren Personen um euch rum. Ihr habt so eine positive Aura, ihr habt so eine Aura, dass ihr das Leben genießt, dass ihr euch frei fühlt, so ein sonniges Gemüt, dass ihr viele Menschen anzieht hier. Ihr habt viel Aufmerksamkeit, ja, also man möchte sich mit euch umgeben. Ja, hier ist der Krebs, der sein Leben feiern möchte. Das ist ein Neubeginn-Energie, eine frische neue Energie. Das ist wie, man fühlt sich viel, viel jünger. Ja, man fühlt sich viel, viel frischer. Das ist eine Erneuerungsenergie. Ja. Also ich muss jetzt nicht, also wenn ich jetzt zu der Karte nochmal anfange, dann wiederhole ich nochmal alles von vorne, die 10 Kelche, das sind absolute Erfüllung. Also wir haben die 9 Kelche, die 10 Kelche, die Sonne, die 6, also alles außer die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist, fühlt sich unpassend an.
Deswegen wird sie losgelassen. Die Gegenwart ist Bombe gerade für den Krebs, was die persönliche Erfüllung und das Wohlbefinden angeht. Was die Liebe angeht, was das sich entfalten angeht, was das Freiheitsgefühl angeht. Dieses Bewusstsein, hey, das Leben hält noch so viel für mich bereit, ja. Ich kann dies, das und jenes jetzt tun, was ich in der Vergangenheit nicht tun konnte oder was ich in der Vergangenheit vielleicht nicht mal gewagt hätte. Ich ziehe neue Menschen in mein Leben. Ich kann mir aussuchen, mit wem ich es zu tun haben möchte. Es stehen einem alle Türen offen hier an dieser Stelle. Ja, und das ist Leidenschaft auch. Das ist eine Energie ebenso des Neubeginns und große Leidenschaft. Der Krebs hat Lust auf dieses Leben. Absolut positiv. Wo man vorher irgendwie keine Lust mehr hatte, hat man jetzt Lust. Das ist eine 180-Grad-Wende hier. Ja, in die Mäßigkeit. Also das ist, was mir hier durchkommt, ein pures Wohlgefühl beim Krebs. Eine angenehme Energie. Der Krebs kommt zurück zu sich selber in seine Mitte. Das ist Ruhe und Gelassenheit. Das ist Heilungsenergie. Du kannst jetzt ausheilen von der Vergangenheit. Das ist Bombe. Das ist richtig, richtig toll. Du bist genau da jetzt, wo du sein wolltest. Den abschließenden Impuls noch für den Krebs. Dankeschön. Handle so, als ob du dort wärst, wo du sein möchtest. Und du kommst da an, wo du hin willst, definitiv. Schon da zu sein, wo du hinkommen willst, ist der schnellste Weg, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Vielleicht sogar der einzige. Ich weiß, das klingt seltsam, unlogisch, paradox. Und doch zeigt es sich, dass es wirkt. Manchmal fällt es dir vielleicht noch schwer, mit deinen Gedanken bereits dort zu sein. Aber so handeln, als ob du bereits dort wärst, kannst du allemal. Fake it till you make it. Und das ist eine Energie, die ich auch bei dir aus der Vergangenheit wahrnehme. Das ist wie, du hast die ganze Zeit einen Wunsch gehabt. Du hast die ganze Zeit eine Vision gehabt oder einen Traum gehabt, wo du hin möchtest, wie du eigentlich leben möchtest. Und genau das ist ja eben das, was ich jetzt hier sehe. Du kommst jetzt da an, wo du die ganze Zeit hin wolltest. Wenn du nicht schon jetzt in diesem Moment da bist, das weißt du am besten selber. Lieber Krebs, vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du magst, sehen wir uns sehr, sehr gerne beim nächsten Orakel wieder. Mach's gut. Bye, bye.